1700 Menschen in der Rostocker Innenstadt. Viele sind gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, lehnen die Impfung ab. Auch in Greifswald gehen Menschen gegen die aktuelle Corona- und Flüchtlingspolitik auf die Straße. In der Mehrzahl die Gegendemonstranten von Jugendorganisationen und der Initiative Greifswald für alle. Neubrandenburg. Etwa 500 Menschen demonstrieren hier gegen Impfpflicht und Corona-Beschränkungen. Doppelt so viele wie vor einer Woche. Aber wohin führt der Protest der Impfgegner? Das haben wir Innenminister Christian Pegel gefragt in unserem Online-Format NDR MV Live. Ja, die Bilanz ist, dass in mehreren Städten, und das ist ja völlig in Ordnung, die Meinungskundgaben stattgefunden haben. Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut in der Demokratie. Die Kundgebung in Greifswald gestern Abend. Hier eine Medizinerin am Mikrofon, ihr Appell. Ja, ich habe am Samstag mit einer Kollegin zusammen 211 Leute geimpft. Es leben von denen alle noch. Die meisten geboostert, manche konnte ich überzeugen, davon sich impfen zu lassen. Ich bitte Sie dringlich, das ist jetzt irgendwie keine Anklage, was ich mache, das ist einfach nur eine Bitte. Nehmen Sie, denken Sie an sich selber, denken Sie an Ihre Lieben. Lassen Sie sich impfen, das ist das Einzige, wo wir es schaffen, diese große Scheiße in den Griff zu bekommen. Ja? Noch haben Sie die Luft, noch haben Sie die Luft zu schreien. Schwerin, eine nicht angemeldete Corona-Demo, etwa 400 Demonstranten in der Innenstadt. Es wurden Schwesig muss wegrufe laut. Das Ganze erinnert ja ganz aktuell an die Vorkommnisse in Sachsen, wo Demonstranten vor das Haus der Gesundheitsministerin Köpping zogen. Ich glaube, der Zug wurde nur gut 100 Meter vor dem Wohnhaus von Frau Schwesig gestoppt. Das, was dann geschehen ist, in der Tat mit dem Versuch, auf das Wohnhaus hinzuzukommen und so ein bisschen sächsische Verhältnisse herbeizuführen, das hat die Polizei entsprechend durch Kräfte und Fahrzeuge, die quergestellt wurden, abgewendet. Gleichwohl ist das eine neue, ich finde auch ein Stück weit unerträgliche Qualität, dass man so stark personalisiert und dass man Entscheidungen versucht, mit persönlichen Bedrohungsszenarien dann auch für die Familie zu verbinden. Auf Twitter dankte die Ministerpräsidentin heute der Polizei. Sie werde weiterhin alles dafür tun, dass das Land gut durch die Corona-Pandemie komme und nicht zulassen, dass radikale Kräfte das Land spalteten.